Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich ein riesiges Neuheitenvideo für euch. Außerdem kann ich euch gleich sagen, dass dieser Monat der krasse Neuheitenmonat hier auf meinem Channel wird. Also es werden so viele Videos zu Neuheiten kommen, seid gespannt. Ich wurde von Essence eingeladen und zwar zum neuen Sortiments-Update-Event, denn ab Herbst und Winter gibt es wieder ganz viele neue Produkte von Essence zu kaufen. Also erhältlich sind die bereits ab Mitte August und ich durfte alle Produkte mit nach Hause nehmen und möchte euch die jetzt alle vorstellen. Ich möchte euch einfach einen Überblick darüber geben und auch euch schon alle Swatches zeigen. Ich finde, das ist auch immer so mit am interessantesten. Außerdem möchte ich bald noch ein Video drehen, in dem ich dann auch die Produkte wirklich mit euch teste. Aber bevor wir mit dem Video starten, habe ich natürlich auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich diesmal interessieren, ob ihr ein Produkt von Essence besitzt, das zu euren Favoriten zählt. Und wenn ja, welches? Aber nun würde ich sagen, starten wir mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit einer neuen Foundation, die auch zu den Highlight-Produkten gehört, würde ich sagen. Und zwar ist das diese Insta-Perfect Foundation. Das ist ein Liquid Make-up und das ist in 9 Farbtönen erhältlich. Die Foundation hinterlässt einen matten Effekt so auf der Haut. Sie ist wasserfest und außerdem eine Buildable Coverage Foundation, das heißt, dass die erste Schicht nicht so deckend ist, aber umso mehr man sie schichtet, umso deckender wird sie verständlicherweise auch. Dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der Camouflage Concealer von Essence aus dem Sortiment gegangen ist. Dafür gibt es jetzt ganz viele neue Camouflage Concealer und zwar einmal in der Variante Healthy Glow. Das sind Concealer, die natürlich sehr deckend sind aufgrund der Camouflage-Kraft sozusagen, aber die verleihen eben auch so einen Glow-Effekt. Und dann gibt es den Camouflage-Concealer aber auch nochmal in richtig matt, also dass der sehr deckend ist und die Haut eben mattiert. Ich denke, das ist vor allem für die von euch etwas, die so ölige Haut haben. Sind auch alle wasserfest. Dann sind neu diese Primer hier. Das sind 3 unterschiedliche Primer. Einmal soll der eine mattieren hier, der andere soll gegen Rötungen helfen und der andere wiederum soll der Haut einen Glow-Effekt verleihen. Und eine weitere Primer-Neuheit ist dieser All About Matte Stick. Und zwar ist das ein Stick, den man sich in die T-Zone oder auf die T-Zone auftragen kann. Der soll halt gegen ölige, scheinende Haut helfen und die Haut eben mattieren, vor allem in der T-Zone. Riecht übrigens sehr gut. Außerdem neu ist dieses Puder. Das ist ein neues Puder, was die Haut mattieren soll eben. Hat so eine roséfarbene Farbe. Wie ihr seht, wird aber ganz transparent auf der Haut. Ihr habt vielleicht gesehen, dass es diese Highlighter-Paletten hier von Essence zu kaufen gab in einer Limited Edition. Die werden jetzt allerdings, wie auch die Lidschattenpaletten, in das Standardsortiment einziehen. Es gibt einmal diese Highlighter-Palette mit eher wärmeren Tönen und diese Highlighter-Palette mit eher kühleren Tönen. Ein weiteres Highlight für mich ist dieser Highlighter hier und zwar der Glazed Donut Highlighter. Sieht einfach mega süß aus und soll so frostig weiß schimmern. Und ein weiterer neuer Highlighter ist dieser hier, das ist dieser Llama Highlighter. Und ihr seht, den kann man auch gut mischen. Es sind nämlich 3 Farben in diesem Highlighter enthalten. Aber wir sind noch nicht durch mit den Highlightern. Es kommen noch 3 Varianten hier. Und zwar sind das Cosmic Highlighter. Die sind etwas verspielter, sage ich mal. Es gibt die Drachenvariante, die Einhornvariante und die Fuchsvariante. Also je nachdem eher silberschimmernd, rosa schimmernd so oder orange-braun schimmernd. Eine weitere sehr niedliche Neuheit ist diese Augen- und Gesichtspalette hier und zwar ist das die Marshmallow-Palette. Drin enthalten sind sehr auffällige Lidschattenfarben, aber natürlich auch ein Highlighter und ein Blush. Dann gibt es neu zu kaufen diese süße Make-up-Tasche hier. Die ist so in Rosé-Gold und eben Cremefarben gehalten und dort habe ich jetzt gleich mal die Tools reingepackt, die es auch neu zu kaufen geben wird. Denn zum einen neu erhältlich wird dieser Silikonschwamm hier sein. Zur Definition der Augenbrauen gibt es dieses neue Tool hier zu kaufen. Das sieht auch super interessant aus, wie ich finde. 3 neue Pinsel gibt es auch zu kaufen und zwar schließen die ja an die Neuheiten vom Sommer an und sind auch in diesem Rosé, Gold und Weiß gehalten. Das ist einmal ein Lippenpinsel. Dann gibt es einen Pinsel zum Konturieren, also für die Wangen. Und außerdem
ist dieser Pinsel hier für den Lidschatten gedacht zum Verblenden. Aber auch dieses Tool möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist ein Wimpernapplikator und zwar kann man mit diesem Tool falsche Wimpern ganz einfach auftragen. So Leute, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll, aber ich zeige euch jetzt einfach weitere Highlights. Von mir zumindest. Und zwar sind das neue Lidschattenpaletten. Die sind nicht nur wunderschön gestaltet, sondern auch sowas von toll pigmentiert. Es gibt einmal diese Lidschattenpalette hier zu kaufen. Und zwar ist das eine Lidschattenpalette, die sehr viele Brauntöne enthält, ein Rosaton, aber eben auch so ein Orange. Dann gibt es diese Palette neu zu kaufen. Die enthält sehr viele kühle Töne, Pastelltöne. Auch Rosa ist dabei, Grün ist dabei, Blau ist dabei. Und dann gibt es noch diese Palette neu zu kaufen. Und auch hier sind viele Brauntöne enthalten, sowie ein weißer Ton, aber auch so grünliche Töne. Essence hat für die neue Saison sehr viele neue Melted Chrome Produkte rausgebracht. Und zwar sind das solche ganz tollen, schimmernden Farben eben. Zum einen gibt es davon Eyeliner. Die sind auch ganz, ganz toll, ganz, ganz stark pigmentiert und ja, auf jeden Fall ein Hingucker. Und zu dieser Reihe gibt es auch neue Lidschatten zu kaufen und auch die sind super stark pigmentiert, ganz, ganz pudrig, fast schon cremig dann im Auftrag. Also super, super schöne Farben. Weiter geht's mit Augenpads, die in diesem super süßen Panda-Design kommen. Ja, sollen dafür da sein, die Augen einfach zu entspannen. Und außerdem hat Essence neue falsche Wimpern rausgebracht. Das sind Magnetwimpern, also die halten durch Magnete. Und auch davon gibt es zwei Varianten zu kaufen. Sehr witzig ist irgendwie auch diese neue Palette hier. Das ist eine Glitzer-Highlighter-Palette mit ganz auffälligen Farben auch. Kann man sich auf die Wangenknochen eben als Highlighter auftragen. Zwei neue Lidschattenpaletten gibt es ebenfalls zu kaufen. Und zwar ist das einmal die Lidschattenpalette 06. Die enthält Schimmertöne, Rosetöne, aber auch so blau und grüne Töne. Und dann gibt es die Lidschattenpalette 05, wie gesagt, zu kaufen. Und auch in dieser Palette sind Schimmertöne und matte Töne enthalten, so wie blaue Farben, rote Farben, aber auch so Cremetöne. Dann hat sich Essence etwas sehr Cooles einfallen lassen, und zwar eine 3-Phasen-Kur für die Nägel sozusagen und für die Hände. Man soll beginnen mit einem Zuckerpeeling, weitermachen mit dieser Maske hier und außerdem ist dann natürlich die Handcreme dafür gedacht, um die Hände wirklich nochmal und die Nägel mit viel Feuchtigkeit und Pflege zu versorgen. Es gibt neue Nagelfeilen zu kaufen in so süßen Tierdesigns. 3 Stück gibt es insgesamt und außerdem hat Essence solche Nagelaufkleber entwickelt. Auch in so einem Chrome- und Cosmic-Effekt. Aber dann gibt es auch Nägel zu kaufen mit so einem Glasing-Effekt einfach. Neue Nagellackfarben gibt es natürlich auch zu kaufen. Das sind solche Cosmic-Nagellackfarben. Auch in ganz unterschiedlichen Tönen. Pastellige Töne sind das, würde ich sagen. Rosa, Blau, Grün, sowas ist dabei. Dann gibt es auch wieder sowas Cooles zu kaufen, was für einen Melted Chrome-Effekt auf den Nägeln sorgen soll, wovon ich euch ja schon erzählt habe. Und zwar muss man die so polieren. Man trägt als Base einen schwarzen Nagellack auf. Passend dazu ist natürlich auch ein Topcoat erhältlich, der das Ganze versiegeln soll. Aber es gibt auch andere Topcoats zu kaufen. Und zwar einmal diesen Topcoat hier. Dann ist erhältlich dieser Nagellack hier, der für die Nagelhaut jetzt speziell gedacht ist. Und außerdem gibt es noch einen Nagellack zu kaufen, der dafür sorgen soll, dass der Nagellack ganz besonders schnell trocknet. Aber auch eine weitere neue Reihe im Nagellacksortiment ist erhältlich. Und zwar ist das so eine Glitzer-Nagellack-Reihe. Auch hier sind sehr auffällige Farben dabei. Das Augenbrauensortiment hat sich um diese Palette hier erweitert. Und zwar ist das eine Augenbrauenpalette mit 4 Tönen. Auch für blonde Augenbrauen, für braune Augenbrauen und zum Liften der Augenbrauen. Ebenfalls zum Liften ist dieser Highlight-Stift hier gedacht. Also wie gesagt, den soll man sich so unter den Augenbrauenbogen auftragen. Diese sehr bekannte Essence-Mascara gibt es jetzt in 9 Ausführungen. Und zwar einmal in einem Braunton, also um die Wimpern braun zu tönen. Und außerdem gibt es diese Mascara zu kaufen. Das ist eine Mascara, die für besonderen Schwung und Volumen sorgen soll. Die William Hero Mascara, die es zur Sommersaison neu zu kaufen gab, ist jetzt auch in der wasserfesten Variante erhältlich. Und außerdem gibt es noch diese Mascara neu zu kaufen, die super, super cool aussieht und auch für ganz besonders tolles Volumen sorgen soll.
Ziemlich krass, wie ich finde, sind auch diese Produkte hier. Das sind Eyeliner, die man allerdings auch als Lipliner benutzen kann. Und das sind auch sehr stark pigmentierte Farben, aber auch sehr knallige Töne, wie ihr seht. Für die etwas Verspielteren unter euch gibt es neue Sticker zu kaufen. Das sind Augensticker, kann man wahrscheinlich auch für Festivals oder so gut benutzen. Und dann gibt es für diese selbst zusammenstellbaren Paletten neue Lidschattenfarben zu kaufen. Das sind so Holo-Lidschatten. Und auch hier sind sehr pastellige Töne erhältlich. So, und damit kommen wir jetzt noch zu so vielen tollen neuen Lip-Produkten. Ich muss sagen, damit hat sich Essence wirklich selbst übertroffen. Diesmal treffen die auch voll meinen Geschmack. Es sind nämlich sehr viele matte Töne dabei, wie zum Beispiel diese neuen Lippenprodukte hier, die eben matt auf den Lippen wirken oder matt sind auf den Lippen. Gibt es bereits in sehr glossigen Tönen, jetzt wie gesagt in matten Tönen, und auch da ist die Farbpalette einfach so groß und so vielfältig. Trage ich übrigens auch gerade schon auf meinen Lippen eine Kombi. Dann gibt es diese neuen Lippenstifte hier, die es auch bereits in dieser glossigen Variante zu kaufen gibt. Ebenfalls in einer matten Variante zu kaufen. Super, super cool. Auch die finde ich so, so schön. Ich trage die ja auch immer in der glossigen Variante schon sehr gerne, obwohl ich, wie gesagt, ein riesiger Fan von matten Lippenprodukten bin. Außerdem neu zu kaufen gibt es diese pflegenden Lip Balms hier. Das sind eben Lippenpflegeprodukte, die allerdings auch einen leichten Hauch von Farbe abgeben. Und auch die gibt es in sehr schönen Nuancen, wie ich finde. Dann gibt es weitere Lip Balms zu kaufen und das sind Lip Balms in diesem Tierdesign wieder. Zwei Farben sind erhältlich, einmal so ein Braunton und einmal ein Roséton. Machen wir weiter mit neuen Holo Lippenstiften. Auch die sind wirklich super toll pigmentiert, sind sehr schimmrig natürlich und auch das sind sehr, ja, auffällige Farben. Es wird einen Stift zu kaufen geben, mit dem man den Lippenstift korrigieren kann, also falls man übermalt hat und so, auch lustig. Und zwei Plumping Lip Glosses sind ebenfalls erhältlich. Habe ich auch, glaube ich, in der Drogerie bis jetzt erst einmal gesehen und auch ziemlich neu. So Leute, diese Produkte hätte ich fast vergessen, das sind Top Coats, die man sich noch über den Lippenstift geben kann. Und auch diese glitzern und schimmern so. Und auch diese Lippenprodukte sind noch neu. Das sind Lippenprodukte, Lipglosse, die zunächst matt auf den Lippen werden und dann leicht glitzern und schimmern. So, und damit sind wir dann wieder bei dieser Melted Chrome Reihe angelangt. Und zwar gibt es auch zu dieser Reihe neue Lippenprodukte zu kaufen. Auch die, muss ich sagen, sind so toll pigmentiert, haben so einen tollen Effekt. Und außerdem sind die super, super lange haltbar. Ich habe die mal kurz auf dem Handrücken aufgetragen und kaum noch abbekommen. Also super cool. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Aber ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar möchte ich an euch etwas verlosen. So, denn ihr sollt auch etwas davon haben und guckt auch immer mal wieder bei Instagram vorbei. Auch dort werde ich natürlich immer mal wieder was verlosen von den Produkten und auch hier auf YouTube, denke ich. Also, ich möchte euch diese drei neuen Lidschattenpaletten verlosen, die wirklich super, super cool und super toll pigmentiert sind. Dann könnt ihr den Highlighter hier gewinnen, diesen Donut-Highlighter. Und außerdem zwei neue Lippenprodukte, also diese matten Lippenstifte hier. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht natürlich wie immer in der Infobox. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank an Essence, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Ich freue mich immer sehr darüber. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.